Europa ist ein wichtiger Teil von mir. Ich fühle mich als Europäerin. Mein Vater ist Brite und meine Mutter Deutsche. Zum Studium ging ich nach Paris. Heute lebe ich im Herzen Europas, an der Grenze zu Luxemburg und Frankreich. Mit dem Fahrrad kann man hier an einem Tag durch drei Länder fahren, wie selbstverständlich ohne Passkontrollen. Für uns ist diese Freiheit Alltag geworden, aber sie ist längst nicht selbstverständlich. Genauso wenig wie Frieden und Demokratie. Unsere Geschichte erinnert uns daran, die EU ist ein Friedensprojekt. Unsere europäischen Werte müssen wir gegen die Feinde der Demokratie verteidigen. Und das hat meine politische Arbeit geprägt. Als Bundestagsabgeordnete, Familien- und Justizministerin und seit 2019 als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. In mir haben die Rechtsextremen immer eine entschiedene Gegnerin. This is not a place where we distribute hate speech or false accusations. Défendez la France, défendez l'Europe, défendez la démocratie. Europa muss für die Menschen da sein und ihre Probleme lösen. Ein gutes und sicheres Leben. Europa kann dazu einen großen Beitrag leisten. Und gerade in diesen Krisenzeiten muss Europa alles dafür tun, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Denn dieser Zusammenhalt macht Europa stark. Die SPD und ich, wir kämpfen für dieses Europa. Bist du dabei? Unterstütze meine Spitzenkandidatur und registriere dich auf katharina-barley.de.